Hallo armseliges Österreich, hallo liebe Seher von CryptoTV. Wir stehen am Sonntag, den 17. September, also einen Tag noch, auf den Punkt genau 3,5 Jahren politischen Irrsinn rund um Krankheiten und krankes Gehabe. Ihr wisst schon, Aushöhlung Neutralität, Aushöhlung Grundrechte und so weiter. Einmal mehr an einem schönen Dreiecksaufsteller der, wie heißen sie nochmal? Tim Auinger. Na, diese Partei, die nicht zählen kann. Also Soziopathenpartei Österreichs. Na, die von der Joy Randy, also ja, Soziopathen vielleicht eh, aber SPÖ hassen's. Ihr wisst eh, die an Doskozil und an Babler und an Randy haben. Und die Randy hat einen Thron, der Doskozil hat keine Stimmen und der Babler ist dann irgendwie doch mit Stimmen irgendwie gewählt oder nicht oder was auch immer. Jedenfalls in Salzburg kämpft man jetzt um den Platz des Bürgermeisters. Unser dynamischer Harry will ja nicht mehr. Welch großes Pech für die Stadt. Und ja, die SPÖ stellt mit dem Herrn Auinger, wie der Roman da quasi schon vorab gespoilert hat, um einen Anglizismus zu verwenden, einen Kandidaten. Und der wirbt jetzt damit, dass wenn er Bürgermeister wird, es 1000 neue leistbare Mietwohnungen geben wird. Es steht sicherheitshalber nicht dabei, dass das in Salzburg sein wird. Das erleichtert die Sache. Falls es in Salzburg sein wird, ich bin mir nicht sicher, wie sie das machen können, nicht bis 600 zahlen, wollen aber 1000 Wohnungen. Wurscht, es wird doch quasi bessere Öffis und weniger Stau geben. Vielleicht kann man dann die Klimakleber jetzt von der SPÖ-Seite auch wegsperren, bei Leuten mit links-linkem Hintergrund. Zum Beispiel einem Michael B., bekannter Szenekenner und Selbstdarsteller der vermeintlich guten Medien und wie soll man sagen, Journalistenszene, weiß man ja jetzt genauso wie im Falle Teichtmaster, linker Burgschauspieler. Ihr wisst, das ist der Kokain im Wert von 11.000 Euro haben darf, das ist aber wurscht, das ist Eigenbedarf. Dass man da ja keine strafrechtliche Verfolgung macht. Vielleicht will Auinger mit Team bei den Klimaklebern jetzt härter durchgreifen als bei Drogenmissbrauch, Pädophilie und Ähnlichem. Zur Erinnerung, der gute Michael B., vollständiger Name, wahrscheinlich jedem bekannt, hat ja angeblich sexuelle Übergriffe in seiner Tätigkeit viele Jahre über schon irgendwie gehabt. Also es geht da um ein sehr offensives Flirten, sage ich mal. Zum Teil auch bei minderjährigen Mädels. Ja, dass es da irgendwann einen Antifa-Aktivisten gab, der ebenfalls Dutzende kinderpornografische Dateien, ich glaube, da ging es auch so um die 70.000, am PC hatte, haben wir auch schon aufgeklärt. Ja, und über den Fall Teichtmeister, glaube ich, braucht man aufgrund der unglaublichen Berichterstattung der letzten Tage, wo sich ja das ganze Land empört hat, was ja immer unglaublich viel bringt, Animalismus. Ja, und auf der Rückseite ist das noch ganz schön. Hier hinten, dass er mit ihm als Bürgermeister auch wieder Konzerte auf dem Residenzplatz geben wird. Zum Residenzplatz werden wir demnächst einmal ein kleines Video machen. Wir sind jetzt am Weg an einem schönen sonnigen Tag. Ich trage einmal mehr ob des schönen sonnigen Wetters ein Hawaii-Hemd. Ich trage das aber auch, weil man ja in diesem einstmals liberalen Land inzwischen mit Kleidung echt in des Teufels Küche kommen kann. Die geneigten Seher von Romans Kanal werden festgestellt haben, dass er und einige andere wackere Mitstreiter beim Empfang unseres schweigenden Präsidenten letzthin quasi zur Festspieleröffnung von zivilen Beamten angesprochen wurden und mit einer Identitätsfeststellung und eventuell einer folgenden Anzeige. Das wird man abwarten. Sie wird eben Sande verlaufen, das kann man jetzt schon vorhersagen. Behelligt wurden, weil die Herrschaften sich am Aufdruck des Beware-T-Shirts gestört haben. Etwas anders, weil nicht Beware-Fashion, aber nicht minder dramatisch, war natürlich der Fall Heinzelmeier. Der Roman wird einmal mehr ein Video dazu verlinken. Da ging es auch um die Oberbekleidung des Herrn. Also bei mir, ich sag's gleich, das sind Ananas und tropische Motive. Ich glaube, irgendwo ist noch eine Ukulele dabei und ein paar Blampen, wie sie das halt für ein Hawaii-Hemd gehört.
wenn wir alle verglühen. Keine Runen, aber wie gesagt, kürzlich gab es da ja einen weiteren Vorfall, wo sich das Land der Bunschkrapferl, also ihr wisst schon, Thomas Bernhard und so hat mir das nachgesagt, wieder mal echauffieren konnte und einen Aufreger hatte. Der Aufreger war eben, falsche Beschriftungen oder Motive auf dem Ding. Schau, da muss man hergehen, schau. Da haben wir quasi einen lustigen linken Sticker gegen die, also gegen diesen Staat, gegen seine Überwachung, gegen seine Kontrollen, für das schöne Leben und dann sind wir mit Bewegungsfreiheit und so weiter. Das ist bitte dieselbe Linke, die, wie gesagt, so gerne mit den lieben kleinen Kindern irgendwas anfängt. Und es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Und die sich so sehr über Lockdowns, Impfzwang, weil sie haben ja die gegen den Impfzwang-Sticker im Auge geklätselt und andere Maßnahmen gefreut haben. Also schon spannend. Sei es wie es sei, wir sind am Weg in die Innenstadt, weil es seit langer Abwesenheit meinerseits mal wieder notwendig ist, sich da anzuschauen, was passiert. Um was es da genau geht, werden wir dann, nachdem wir es uns angeschaut haben, kommentieren. Und ja, bis dahin werden wir einfach wieder eine kleine Verglüheinlage hinlegen. Ihr wisst ja, wir werden alle sterben. Wir werden alle vertrocknen, wir werden alle verbrennen. Oder wir werden in, also nicht, Hurricanes, Tornados und sonst was qualvoll weggeweht und anderweitig ums Leben kommen. Wenn und denn nicht vorher, dann eventuell doch die Pirola-Mutante oder der Nipah-Virus dahin rafft. Zur Erklärung, die Pirola-Mutante ist jetzt der neueste Schrei, nachdem wir vor nicht einmal 3 Monaten in Österreich als letztes Land der Welt die Covid-Stimmungen außer Kraft gesetzt haben. Ist ja jetzt aktuell der Vizekanzler. Also das ist der, der überall Nazi-Staatsverweigerer und keine Ahnung was sieht. Erneut positiv getestet worden. Er ist ein Grüner, also ich vermute, er ist mehrfach geimpft. Und die Impfung schützt und wirkt natürlich, ganz klar. Vielleicht war er einfach ein bisschen zu nah am Kanzler. Der ist ja sehr dominant, so als Ex-Soldat und Boxer, also der entwickelt ganz, ganz starke Viren. Deswegen haben wir ja schon mal einen Lungau fast zutrauen müssen. Jedenfalls, der gute Vizekanzler ist gerade krank, hat deswegen leider die Pressekonferenz in Salzburg in der Mitte Lehn, also im alten Stadion, absagen müssen. Das ist sehr schade, der Roman und ich wären da gern hingegangen. Der Roman wird ein Büdel einblenden. Und da konnten wir leider nicht mit dem Herrn Vizekanzler reden, so als bildungsferne Rechtsradikale und so weiter, ihr wisst es, ja. Aber warte, da machen wir einen Platz, da kommt ein Hund mit Leiter, nicht, dass wir uns verheddern. Und dann haben wir da das große Vergnügen, dass wir jetzt, wie gesagt, nicht mal 3 Monate nach Beendigung des Wahnsinns wieder mitten im Wahnsinn sind. Es wird auch schon wieder überlegt, in Arztpraxen und Co. eine Maskenpflicht zu bringen. Also ich hätte mal gesagt, es geht heiter weiter. Ja, und was soll ich zu Nipah sagen? Kommt aus Indien, also auch wieder aus einem BRICS-Land. Wen wundert das? Kennt euch goggeln oder so? Ist eigentlich alles nicht so spannend, weil sterben werden wir sowieso. Der lebende Beweis dafür ist, 10 von 10 Österreichern sterben, 10 von 10 Schweden sterben. Ja, wir halt nur irgendwie anders. Also mit höherer Teuerung, anderer Inflation etc. Blablabla. Aber wie gesagt, passt schon. Damit bin ich jetzt einmal raus, weil ich bin so kurz vorm Dehydrieren, ob der gewaltigen Hitze. Ich glaube, wir haben halt 23, 24 Grad. Da muss man auf alle Fälle jetzt einmal die Kraftreserven sparen. Außerdem muss ich mir heute eventuell noch ein bisschen was anhören in der Stadt. Und damit bin ich jetzt einfach raus und der Roman steigt wieder ein, wenn es irgendwo Spannendes gibt. Und ich sage einmal, in diesem Sinne, bis später. Eine kleine blöde Zwischenfrage erlaubt? Ja, warte, Augenblick. Wenn wir gerade beim Van der Bellen waren, der wollte ja zur UNO fliegen. Wohlgemerkt fliegen, weil wir sind ja so klimabewusst.
Was ich bei der UNO natürlich, also so mit dem Hauptsitz und so mitunter verstehe, weil es ist halt einfach die österreichische Bundesbahn und nicht über den Atlantik unterwegs. Einst hat er ja das holländische Königshaus eingeladen oder als erster Mann im Staat ehrwürdig bespaßt. Und damals ist man ja mit dem Zug nach Graz gefahren und hat einfach die Limousinen und Personenschutz und alles, was da halt an Tross noch dazugehörte, als Leerfahrt hinten nachgeschickt. War eine super PR-Aktion. Das ist ungefähr so ähnlich wie bei der, weil wir gerade bei den Grünen sind. Ich meine, der Bundespräsident ist natürlich schweigend, wie er ist. Dazu wird der Roman einen lustigen Beitrag über die Gesamtsituation sehr treffend festgehalten von Gerald Gross verlinken. Der Bundespräsident ist ja kein Grüner mehr, der ist ja jetzt über alle parteilichen Dinge erhaben, er ist ja der Bundespräsident. Aber die Grünen gibt's ja noch, also Kogler halt jetzt erkrankt und ja. Kistenbier habe ich kalt gestellt. Ich wollte gerade sagen, man munkelt, er trinkt Alkohol zur innerlichen Desinfektion, aus anderen Gründen sicher nicht. Sei es wie es sei, wir haben das Vergnügen, dass wir ja auch immer noch die Leonore haben. Die hat ja bereits vor Wochen, und ich habe das in einem der letzten Videos ja schon angesprochen, ganz schön Briefe ausgeschickt, österreichweit, um die geneigten Untertanen, also den Pöbel, das Vieh, ihr wisst ja, wie man da so als Bürger in den Chats benannt wurde, vorzuinformieren, wuschig zu machen, wie auch immer man es nennen will, dass jetzt erneut ein Klimabonus ausbezahlt wird. Der übrigens wird auch an unsere Asylinhaber ausgezahlt, was ich natürlich verstehe. Ja, klimaneutral mit dem Schlauchboot. Ja, da sind wir jetzt bei Lampedusa und da sind wir dann bei 120 am Tag. Also da reden wir nicht drüber. Jedenfalls, die hat extra dafür eine Homepage. Und die kann relativ wenig technisch gesehen. Das habe ich mir sagen lassen, ich selber bin ja auch ein bisschen der Diener. Jedenfalls, die hat eine Homepage und auf dieser Homepage, die keine Interaktionen großartig zulässt, sondern nur eine Info-Homepage ist, entstehen täglich Kosten von über 700 Euro, knapp 800. Das heißt, der österreichische Steuerzahler zahlt dafür, dass er eine Homepage hat, auf die er vielleicht gar nicht geht. Das ist so ähnlich wie mit dem ORF, nicht schauen, aber es kommt trotzdem eine Haushaltsabgabe. Ich unterbreche mich kurz. Habe ich letzthin gesehen, finde ich ganz toll. Wenn's weh tut, zuerst 14,50. Dazu gibt's einen Beitrag, das ist die frühere Covid-Hotline. Jetzt ist es die Gesamt-Rund um die Uhr-Gesundheitsberatung. Man sieht ja von der Stadt Wien am Land Niederösterreich und so weiter. Also das ganze österreichische Gebiet macht mit. Natürlich auch quasi die Sozialversicherungen. Und da gab es einmal unter derselben Nummer ein Hitzetelefon. Da wird der Roman einen lustigen Beitrag von Express-TV einblenden, wie effizient und gut das funktioniert hat. Und ja, der Herbst kommt, wir haben jetzt wieder eine Gesundheitshotline. Also ich hätte einmal gesagt, warm anziehen, liebe Österreicher. Nicht, weil die Heizkosten steigen, nicht, weil das Leben weiter teurer ist, nicht, weil wir weiter auf dem Weg in den Untergang sind, sondern weil der Wahnsinn weitergeht. Wenn wir bei Wahnsinn sind, einmal einen Kameraschwenk hierher. Billiges, kleines Plakat. Windkraft für ein grünes Morgen von der Salzburger AG. Da geht's dann um jeden lustigen, überteuerten Stromanbieter, in dessen Vorstand Wilfried Weitsichtig als Landeshauptmann gut mitverdient hat an der Krise und bei denen man 800.000 Bäume gefällt hat für eine Überlandleitung. Und ja, die grüne Zukunft. 800.000 Bäume umschneiden, für das Plakat ist vielleicht da aber was an Material dieser Art draufgegangen. Aber wie gesagt, wir sind am richtigen Weg. Und den Strom, den wir dann mit den Windrädern machen, nutzen wir dann, um zum Beispiel Elektroauto-Werbung zu machen oder für City-Apartments zu werben und Tag und Nacht ausloggen, da irgendwo in der Stadt hell zu erleuchten. Also alle, die den Vortrag der MFG letzthin über die vermeintliche Klimakatastrophe nicht gesehen haben, darum werden wir verlinken. Sollten sich das einmal anschauen, damit ihr wisst, wie das mit Energie und Strom und den kausalen Zusammenhängen des Klimas ist.
So, wir sind jetzt aus dem dunklen Loch heraus. Das heißt Verdunkelung wieder auf. Es ist latenter Schlafmangel wie immer. Du, ich hätte aber mal Sorge um die rote Farbe. Gleich lass mich kurz auf fertig, weil sonst habe ich mich selber so oft unterbrochen, dass ich den Faden verliere. Jedenfalls, also Eleonore hat jetzt diese tolle Homepage, die der Österreicher vielleicht gar nicht nutzt. Wie gesagt, so ähnlich wie der ORF, aber da kommt, wie gesagt, auch die Zwangsabgabe. Und diese Homepage kostet, ja, ich übertreibe jetzt, ich glaube, es sind 800.000 Euro im Jahr knapp. Also ich hätte mal gesagt, fast 1 Million. Warum? Also rein vom Technischen und von der Sinnhaftigkeit weiß wahrscheinlich nur die Leonore selbst. Aber die hat ja auch schon lustige Ideen mit Tattoos gehabt. Doch dazu haben der Roman und ich ein Video gemacht. Wird er vielleicht auch verlinken. Ja, damit bin ich mit meinem aktuellen Update, was so passiert, am Ende. Also wie gesagt, der Van der Bellen konnte aufgrund eines kaputten Auerflugzeuges nicht termingerecht zur UNO. Welch Tragödie, er hätte ja dort den geostrategischen Platz Österreichs finden können. Falls ihr nicht wisst, warum ich auf das anspreche, schaut sich die Reaction Production von Krypto TV zur Angelobungsrede unseres von uns nicht gewählten Präsidenten an. Dann seid ihr voll im Bild. Und ja, es gab leider bei der Auer, die wir ja für teures Geld kürzlich, wenn ich mich recht erinnere, mal gerettet haben. Also wir reden da vom österreichischen Steuergeld einmal mehr. Ist auch dringend nötig, dass ein Land wie Österreich eine eigene Fluglinie hat. Wir sind ja quasi, wie gesagt, geostrategisch der Kern- und Angelpunkt. Und die haben wir für viel Geld gerettet, aber für den Präsidenten hatten wir dann kein Ersatzflugzeug. Das heißt, er kommt zu spät zur UNO. Also böse Zungen würden ja jetzt, wo man die Gehwessler mit den Tattoos haben, sagen, ich vergieße eine Träne. So, damit sind wir jetzt, was mein selbstverliebtes Gequatsche angeht, tatsächlich am Ende und wir kommen auf Romans zweimal erbetene Frage zurück. Bitte. Ja, ich würde sagen, wir schließen den Kreis wieder zum Anfang unseres Videoseinstiegs zur, ich schätze sehr liebevoll, Soziopathen Österreichs, aus dem Grund, weil sie sich ja vor längerer Zeit hervorgetan haben, hinter jeder Trachtenmode ja einen Nazi-Code zu sehen, wo du das angesprochen hast, also wie eine verschärfte Personenkontrolle beim Van der Bellen wegen deiner Biwehrkleidung, ja, mit alle Corona-Anordnungen boykottieren, ja, festgehalten wurden. Und mache ich mir aber bei einem SPÖ-Bürgermeister schon Sorgen, steht da vor dann, Roberti Kirtog oder bei der nächsten Festspieleröffnung, da werden 99% der Menschen dann ja verschärfte Personenkontrolle kriegen wegen Nazi-Code, oder? Naja, weil du gerade die Festspiele erwähnst, ich habe neben dem lustigen Info-Klimabonus-Brief, wie gesagt, kostet Österreich ein paar hunderttausend Euro, im Gesamten einen Poppendeckel bekommen, das Haus für Mozart, die Felsenreitschule, also alles, wo wir gerade vorbeigegangen sind, sehr passend, restauriert, erweitert, ausgebaut, technisch besser dargestellt werden müssen. Ui. Das verstehe ich, weil die Salzburger Festspiele nagen ja bekanntlich wirklich am Hungertuch. Da hat man ja kaum noch das Geld, irgendeinem Künstler, der Mammon spielt, mit Blattgold den Arsch zu vergolden. Originalzitat bitte, also das haben die wirklich gemacht. Und da ist es jetzt schon schön, da fangen jetzt dann Sondierungsbohrungen an. Vielleicht kann man dann direkt eine Esslingstation drunter machen, weil da haben wir ja auch schon gebohrt. Und ja, also wir bohren nicht nur in der Nase, um festzustellen, ob der Kugler doch wieder krank ist. Das kann man übrigens ohne Nasenbohren auch feststellen. Man braucht ja nur zuhören, meiner Meinung nach. Aber sei es wie es sei, man will das Festspielhaus bis ins Jahr 2025 jetzt erneuern, verbessern, renovieren, restaurieren, wie auch immer. Ich gehe davon aus, dass das eventuell ohnehin bei der unglaublichen zeitlichen Einhaltung und der Bauprojekte der Stadt Salzburg eventuell dazu führt, dass sich die Festspiele vielleicht in diesem Zeitraum eher ein bisschen verändern, verlagern oder sonst was. Insofern voll wurscht. Den Roberti Kirtog, den du angesprochen hast, zu dem werden der Roman und ich demnächst vielleicht selber einen kleinen Beitrag machen und werden uns überzeugen, wie das dann da mit den vermeintlichen Nazis und so ist. Und ob es mit den benzinfreien Tagen funktionieren wird, ist auch wieder der Tag. Ich bin Fußgängster. Aber ich gebe dir natürlich recht, dass man, wenn man in einem Land, wo ohnehin permanent nur noch die Nazi-Keule
für jeden kritisch denkenden Bürger geschwungen wird. Eine Partei, die nicht nur nicht zählen kann, sondern auch traditionelle, vermeintlich heimatbewusste Kleidung als Dresscode für politisch unkorrekt antut. Obwohl in jeder Partei, vom Bundespräsidenten abwärts, jeder österreichische Politiker schon in Tracht unterwegs war, das Ganze vielleicht dazu führt, dass das auch nicht gut ist. Aber wie gesagt, hier stehen ja schon die ersten Hütchen. Es geht ja quasi dem Landesschutzpatron entgegen. Wie gesagt, der Roman und ich werden da eventuell ein bisschen ein Sondervideo dazu machen. Das Bierzelt steht auch schon. Also, ja. Von mir aus kann man die Tracht wieder ausmotten, was man ja eh im Jahr mehrfach macht. Weil der Österreicher steht ja unglaublich auf Heimatverbundenheit. Ich habe das bei mir in der Arbeit immer wieder zu bewundern. Da tragt man dann Sneakers, T-Shirt und Lederhose. Das nennt man dann Tracht. Dann geht man irgendwo hin, wo man dann chinesisches Plastikspielzeug, das leuchtet, piepst und klingelt, kauft. Dazu isst man einen Langosch aus Ungarn, weil man nämlich den Orban so scheiße findet. Servus. Und ja, wie gesagt, die Freiheit lässt man sie wegnehmen, weil die kann man sie dann eher impfen lassen. Wie gesagt, das ist eigentlich alles wunderbar. So, damit sind wir mitten im Land von Ringelspiel, da gehen wir mal jetzt hin. Ich hoffe, ich habe damit deine Frage zwecks die Roten und das haben wir gut abgerundet. Dresscode. Man muss eine alte Kamellen immer ein bisschen frischer vorholen, bevor sie komplett absterben. Naja, also das Schöne ist, du hast mit Strafanzeigen ja auch gemacht, dass die muss einmal auffrischen, damit sie nicht verjähren. Naja, das Schöne ist, nachdem unsere Politvertreter, unsere vermeintlichen, ja eh jeden Tag fast einen neuen Kalauer raushauen, kann man das alte im Sinne von niemals vergeben und niemals vergessen natürlich in Erinnerung halten, aber man muss eigentlich gar nicht aufwärmen, weil man eh jeden Tag oder fast jeden Tag einen neuen skandalträchtigen Aussage bekommt. Und wenn man sich anschaut, dass hier inzwischen unser von der WKStA angezeigte und gegen ihn ermittelte Ex-Ex-Kanzler, also ich rede von dem mit den großen Ohren, politisch im Hintergrund wieder umtriebig ist, wird es ja eh heiter weitergehen. Also wie gesagt, ich freue mich ja schon auf das Jahresende 23/24. Also wir sind dann irgendwo von lustig, Maskenwiederrückkehr und sonstiges und dann ORF-Zwangsabgabe. Also es geht heiter weiter. Da haben wir einen Fall von Beware Fashion. Da haben wir es schon wieder. Das ist ein Skandal. Servus, grüß dich. So, hey, hau. Ich bin nicht bereit zu sehen.